Hallo, liebe Mediziner, liebe Ärzte, liebe Zahnärzte, da sind wir mal wieder. Was gibt es Neues? Ja, im Augenblick werde ich überhäuft mit E-Mails und Anfragen in verschiedenen Facebook-Foren. Und da geht es nach wie vor um das Problem, dass die Leute in einem bestimmten Land studiert haben, dort aber dann keine Berufszulassung bekommen haben, beziehungsweise keine Berechtigung zur Berufsausübung. Das ist ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Und ich habe mir jetzt nochmal die Durchführungsbestimmung für NRW rausgesucht. Da heißt es eigentlich, sofern der Umfang der Berufsausübungsberechtigung nicht aus eigener Sachkenntnis beurteilt werden kann, das heißt, wenn die Behörde das nicht selber beurteilen kann, sollen die Antragstellerinnen und Antragsteller, also Sie, liebe Kollegen, oder ihr, liebe Kollegen, eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Ausbildungs- oder des Herkunftsstaates vorlegen, dass sie zur uneingeschränkten Ausübung des Berufs in diesem Land berechtigt sind. Tja, das ist eigentlich ziemlich deutlich und auch von den Behörden zu verstehen. Dann gibt es allerdings eine andere, oder die Behörde macht da etwas anderes draus. Da geht es dann um den Abschluss der Berufsausübung. Ausbildung. Der sollte nachgewiesen werden. Und jetzt kommt es. Das heißt, Sie machen zum Beispiel ein Studium, ein komplettes Studium, um dann in einem Land, das ist überwiegend dann die Ukraine, wo das zutrifft, um dann dort die Genehmigung zur uneingeschränkten Ausübung des Berufs zu bekommen, brauchen Sie in der Ukraine die Ordinatur, die Internatur, das ist eine Facharztausbildung und das Diplom-Spezialiste. Das haben einige Leute nicht, obwohl sie Ordinatur haben. Früher ging das noch, da wies man, hat man die Ordinatur nachgewiesen und dann war das ausreichend. Inzwischen ist das alles etwas komplizierter geworden, aber das Bemerkenswerte hier an dem Zitat ist etwas andere. Da heißt es nämlich, eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Ausbildungs- oder des Herkunftsstaates. Ja, liebe Kollegen, jetzt wird es kompliziert. Wir haben viele syrische Ärzte, die in der Ukraine studiert haben, dann anschließend zurück nach Syrien gegangen sind, dort ihren Facharzt haben und dann dort eine Bestätigung, und das ist der Herkunftsstaat, dass sie die uneingeschränkte Ausübung des Berufes haben. Das heißt, sind als Arzt in Syrien zugelassen worden. Tja, liebe Kollegen, jetzt seid ihr gefragt, denn jetzt beantragt ihr die Approbation und die zuständige Approbationsbehörde sagt ja, aber ihr habt ja keine Berufszulassung im Studienland gehabt. Entscheidend ist hier das Wort oder. Im Deutschen heißt es entweder das oder das. Und Sie haben ganz eindeutig, wenn Sie in Syrien als, das Beispiel Syrien, wenn Sie in Syrien als Arzt gearbeitet haben und haben das Studium in der Ukraine abgeschlossen, dann haben Sie die Berufszulassung aus Syrien. Tja, der Kollege Sirgita hatte mir von einem Fall aus Stuttgart berichtet. Da ging es um Georgien und da war leider der Fall, dass der Arzt in Georgien nicht die Zulassung, die Berufszulassung hatte nach einem Studium und damit galt das Studium als nicht abgeschlossen. Es sind immer Einzelfallentscheidungen. Einzelfallentscheidung heißt,
Es bringt gar nichts, liebe Ärzte, wenn ihr mich anruft und sagt, ja, aber mein Kollege hat das Gleiche und hat das gleiche Curriculum, den gleichen Studiengang und bei dem hat es geklappt, bei mir klappt es nicht. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Ich führe da immer ganz gern das Beispiel auf. Damals ging es bei der Bezirksung in Arnsberg, das liegt inzwischen auch schon 3, fast 4 Jahre zurück. Mann und Frau, also das heißt Eheleute, aus Syrien. Beide haben einen völlig identischen Abschluss an der Uni studiert, danach die gleiche Praxiszeit in einer Praxis, sind sie nach Deutschland gekommen. Der Mann hat die Approbation sofort bekommen, bei der Frau hat es ein Jahr gedauert mit Einschaltung eines Rechtsanwaltes. Woran hat es gelegen? Die Frau hatte einen anderen Nachnamen als der Mann. Das ist dort durchaus möglich. Und das passierte, dadurch ging es zu einem anderen Sachbearbeiter und der hat völlig anders entschieden. So viel dazu. Also es kommt gar nicht darauf an, dass Sie sagen können, der Kollege hat das und der Kollege hat das nicht. Das sind sogenannte Einzelfallentscheidungen und da hatte ich Ihnen ja die Rechtsanwälte für empfohlen. Das ist der Rechtsanwalt Sirgita in Hamburg und das ist der Rechtsanwalt Läufgen. Seine Nummer haben Sie hier. Die sind beide sehr spezialisiert auf Approbationsverfahren, verfügen über die notwendigen Kenntnisse und vor allen Dingen auch über die notwendige Erfahrung in den Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. Das kann aber genauso gut sein, dass wenn Sie mit diesen Rechtsanwälten gesprochen haben, die Anwälte Ihnen ganz klar sagen, liebe Leute, das hat keinen Zweck. Das kommt vor. Dann gab es noch einen Hinweis, den ich ganz gerne noch loswerden möchte. So, bei den Zahnärzten gab es ja die neue Approbationsordnung. Und dort wurde dann auch ganz klar durch die Behörde festgelegt, dass die vor dem 1. Oktober 2020 abgelegten Versuche der Eignungs- oder Kenntnisprüfung werden nicht auf die Anzahl der Wiederholungsversuche angerechnet. Wenn Sie also ein negatives Ergebnis vor Oktober 2020 hatten, kontaktieren Sie einen Anwalt. Gegebenenfalls kann man das ganze Verfahren wieder aufnehmen. Ja, dann gibt es noch so ein Lieblingsthema von mir. Ich weiß gar nicht, ob man das thematisieren sollte, aber ich habe es ein paar Mal schon erwähnt. Es heißt ganz klar, in den europäischen Richtlinien der Fachsprachprüfungstest darf eigentlich immer erst nach Feststellung der Berufsqualifikation erfolgen. Das heißt, normalerweise müssten Sie das Verfahren so betreiben, dass man erstmal überprüft, ob Sie überhaupt eine Approbation bekommen können. Erst wenn das feststeht, das heißt, die Berufsqualifikation steht fest, dann müssen Sie, um die Approbationsurkunde zu bekommen, noch die Fachsprachprüfung machen. So, was gibt es noch Neues? Interessant ist, in NRW hat man mittlerweile die Durchführungsbestimmung, die intern der Behörde, geändert. Das heißt, es erfolgt auf jeden Fall eine Begutachtung. Sie müssen also die Unterlagen komplett vorlegen. Dann geht das zur GfG nach Bonn, das ist die Gutachtenstelle und dort wird man feststellen, was passiert da, was geht da und was geht nicht. Wie früher, dass Sie gesagt haben, ich verzichte da drauf, das geht nicht mehr. Das geht nur in dem Extremfall, dass Sie nachweisen können, jetzt kommt's, dass Sie nichts nachweisen können. Das heißt, wenn Sie keine Unterlagen haben oder glaubhaft darstellen können, dass Sie an bestimmte Unterlagen nicht herankommen und die beibringen können, dann können Sie mit der Behörde
sprechen und dann ist es auch möglich, dass man auf das Gutachten, das sehr teure Gutachten bei der KMK, bei der GfG, bei der Gutachtenstelle in Bonn verzichten können. Aber die Behörden machen das nicht mehr, weil in unzähligen Verfahren, auch da viele durch Rechtsanwalt Löfgen, erreicht wurde, dass die Versuche der Kenntnisprüfung annulliert werden mussten, weil das Gutachten bei der GfG nicht erfolgt ist. So, damit sind wir wieder durch für heute. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit über die Hotline anrufen oder mir eine SMS schicken. Meine Erstauskünfte, viele von Ihnen wissen das schon, sind völlig kostenlos und unverbindlich für Sie. Sie können mich fast durchgehend erreichen oder Sie schicken mir eine SMS und ich rufe Sie dann zurück. So, alles Gute, bis zum nächsten Mal.